da fängt sie doch an. Sehr, oh, guck dir das mal an. Erdbeeren sind wieder fertig. Erdbeeren sind wieder fertig. Oh, und sehe ich das da richtig? Meine Kartoffeln sind fertig. Herrlich. Och, ist das herrlich. Das ist super. So. Sehr schön, dann kann es jetzt wieder hier ins Gießen gehen. Ich muss immer weniger gießen jetzt. Klar. Ich will auch nicht, dass mein Zeug schlecht wird. Und mir dann eingeht, weil Sommer ist. Deswegen gieße ich jetzt halt nur noch das, was effektiv noch da ist. Und sehe nichts mehr aus. So. Hervorragend. Dann verkaufen wir das mal. Brauche ich Erdbeeren? Nein, Erdbeeren brauche ich nicht. Oder? Nein. Nein, Erdbeeren brauche ich nicht, okay. Kartoffeln habe ich ja. Zack, alles verkaufen und sie ist schön am Arbeiten. Wunderbar. Alter, die kommen schon. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Das sieht so aus, als ob die Katze tot wäre. Fürchterlich ist das. Wirklich, wirklich fürchterlich. So. Ich könnte... Zack, komm mal her. Dann nehme ich hier die Barren mit. Nehme die Gießkanne mit. Lege das ab. Nehme... das Schwert mit und die Spitzhacke, damit wir wieder in die Mine gehen können. Und will meine Gießkanne verbessern. Weiß ja letztlich nicht, wie lange das dauert. Aber ich denke mal, jetzt ist noch ein guter Tag. Damit ich halt dann gleich anfangen kann. Ich nehme jetzt sicherweise den Auftrag, da will ich mir jetzt nicht anschauen. Weil ich weiß jetzt nicht, wird das dann überschrieben, der aktuelle Auftrag, den ich habe? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der dann überschrieben wird. Dass ich nur einen einzigen Auftrag annehmen kann. Da ist er doch, sehr schön. Ah, Spike, du hast ein Problem geholfen hier, danke. War nicht viel Arbeit für dich, oder? Ich weiß, dass es ziemlich schwer sein kann, diesen klebrigen Schleim aus der Kleidung zu kriegen. Ich habe definitiv einige gute Paar Hosen beim Versuch, diese Krümmer zu fassen, ruiniert. Ich erinnere mich daran, wie Vater wütend geworden ist, als ich dunkelroten Schleim an meinen brandneuen Seidenhosen kleben hatte. Naja, egal, viel Spaß mit der Belohnung. Wow, redest du viel. So, jetzt mal ganz schnell zum Schmied. Der muss nämlich unbedingt meine Gießkanne verbessern. Werkzeug verbessern. Ach, ich kann die Spitzhacke verbessern. Also doch. Warum konnte ich die vorher nicht verbessern? Das verstehe ich nicht. Ja, ich habe... Fangen wir mal an, sobald wie möglich. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Okay, ich habe aber keine andere Wahl. Ich muss ihm jetzt die Gießkanne geben und jetzt heißt es halt abwarten. Jetzt heißt es halt abwarten, bis er mit der Gießkanne fertig ist. Und ich weiß nicht, wie lange er braucht. Ich hoffe mal, der braucht jetzt nicht zu lange. Damit ich relativ bald wieder mit dem Gießen anfangen kann. Es ist halt jetzt so blöd, dass der die Gießkanne ein paar Tage braucht. Aber das ist halt jetzt so. Ist halt jetzt so. So, wir können auf jeden Fall in die Mine... Ich habe wieder nichts zum Heilen dabei, ich Idiot. Oh, nicht der schon wieder.
Sehr schön. Oh, da, oh, da ist ja noch einer. Okay. Komm her. Yes. Komm her. Ja, wunderbar. Da ist er schon gleich die Leiter. Nicht die Höllenkarotte. Ja, alles klar. Ich weiß Bescheid. Ach, das ist ein Gegner, okay. Ein neuer Gegner, eine Raupe. Ihh, das sind ja mehrere davon. Ihh. So, hier kriege ich jetzt auf jeden Fall mal ein paar Kupfererze. Das ist genau das, was ich will. Ich könnte auch ein paar Steine wieder gebrauchen und vor allem Kohle. Weil es mir halt effektiv nicht viel bringt. Oh! Wenn ich 20.000 ja, Kupfererze habe, aber keine Kohle, um die zu verarbeiten. Sehr schön. Einmal ein paar Gegner töten. Ich glaube, ich sollte hier mal auch durch die Mine rennen, um einfach mal alles kaputt zu machen. Weißt du, um wirklich mal alles mitzunehmen, aber ich muss halt da meine Energie immer ein bisschen einteilen. Das ist halt immer das, was ein bisschen tricky bei der Mine ist. Ich muss halt immer schauen, was ist mir jetzt, was will ich überhaupt erreichen gerade? Will ich so schnell wie möglich Ebene nach unten kommen oder will ich Ressourcen? Und derzeit geht es mir hauptsächlich darum, so weit wie möglich runter. So, sehr schön. Hervorragend. So, jawohl. Na? Okay, so hier rüber. Kann man den hier kaputt machen? Ja! Oh, der hat schön viele Steine gegeben. Herrlich. Steine brauche ich halt auch. Also ich brauche alles. Ich kann eigentlich wirklich alles gebrauchen, was hier so gedroppt wird. Was ich vor allem gerade gebrauchen könnte, wäre vielleicht mal eine Leiter. Aber die, da ist sie. Okay. Es sieht hier schon wieder so gefährlich aus. Yes. Ja, da kommt ja noch einer. Yes. Was? Was ist denn das? Was soll denn das? Vor allem, ich habe jetzt schon wieder dieses komische Textfenster da unten geöffnet, was mich total verwirrt hat. Alter. Was war das? Was soll denn das? Dagegen kann man ja nicht wirklich viel machen. Außer halt blind dann draufschlagen und hoffen, dass man das überlebt. Was ich jetzt überlebt habe, weil ich viel Energie hatte. Oh.
Okay. Dann mal wieder eins nach unten. So. Okay. Uah! Da ist wieder so einer. Sehr. Komm her. Yes. Wunderbar. Okay, die Kirschbombe ist gut, braucht aber ewig. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. Ich bin so gut wie tot. Oh nein. Aber halt wegen der Energie, weil ich halt nichts mehr... Ich kann halt nichts mehr machen. Habe ich irgendwas, um mich zu heilen? Was sind das? Reissprießen. Wächst im Frühling. Hilft Minenarbeitern länger zu arbeiten? Naja, sehe ich jetzt gerade anders, weil das bringt mir nicht wirklich viel. Ach, komm schon. Ich brauche doch nur noch... Ich brauche doch gar nicht mehr so viel. Aber ich glaube... Ja, genau. Schwert hat mich wenigstens keine Energie gekostet. Okay. Ah, da ist schon wieder ein Blob. Ist schon wieder ein Blob. Lala. Okay. Okay, ich könnte... Oh, ich hasse diese Teile. Entstehen die durch die Larven? Kann das sein? Muss ich einfach diese Larven... Was sind das? Zwergenschriftrolle. Ein Artefakt gefunden. Der Direktor des örtlichen Museums hat sicher Interesse daran, okay. Muss ich einfach diese Larven töten, damit die nicht... Damit die anderen sich nicht entpuppen? Ist das eine Möglichkeit? Geh weg. Okay. Schön, jetzt geht's halt ans Eingemachte. Jetzt brauche ich Glück, dass ich bald 14. Okay, es hat nichts mit den Larven zu tun. Was ist das für ein grüner Nebel? Mine verlassen. Oh, das war jetzt knapp. Das war jetzt knapp. Diese Fliegen oder da, die nerven brutal. Ich hasse sie so sehr. Oh mein Gott, hasse ich diese Teile. Jetzt schnell nach Hause. Muss mal schauen, ob ich irgendwie meine... mich dann noch verbessern kann irgendwie. Irgendwas für mich bauen kann oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder was einkaufen kann. Vielleicht kann ich den neuen Auftrag schon mal schauen. Kupferbarren. Will ich eigentlich nicht, aber... Ja, mei. Ach, die tun mir selber weh. Ah, die Kirschbomben tun mir selber weh. Die sind aber auch nervig, die Kirschbomben. So, dann kann das jetzt mal... eine Frühlingssaat, wenn es in der Nähe eines Gewässers gepflanzt wird. Ja, bringt mir jetzt aber nichts. Den behalte ich mal. So.
So, zack. Die Geode und das behalte ich mal. Weil das bringe ich halt dann zum Schmieden. Da muss der sich das halt mal anschauen. Ich will das nur mal kurz schön haben. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn meine Gießkanne? Aber ja, da war ja was. Die habe ich ja nicht mehr. So, ich hoffe mal, sie kommt auch gut voran. Dann gehen wir mal schlafen. Kampfstufe 2. 5 LP dazu und Lebenselixier kann ich herstellen. Sehr schön. Das klingt gut. Alter, schau dir das mal an, dass ich da schon wieder Geld verdient habe. Oh mein Gott. Das ist so herrlich. So muss das sein. So und nicht anders. Hervorragend. Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal einfach hier an Ort und Stelle wieder. Und wenn ich mich nicht irre, ist doch heute sogar der Geburtstag von unserer geliebten Emily. Das bedeutet, die kann ich heute auch mal richtig schön zu ihrem Geburtstag beglückwünschen. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Stardew Valley für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.